Jo, hallo Leute, euer Missali ist wieder am Start und willkommen zurück zu Black Ops 2 im Hintergrund von dem Erstspieler CryDrux. Ein Abonnent von mir, danke, dass du dein Gameplay bereitgestellt hast für meinen Kanal. Ja, ein Nuklear-Gameplay ist da auf der Map Hijacked erspielt worden von ihm. Und nochmal ein Dankeschön an dich. Heute kommen wir zu einem Thema. Und zwar, wie läuft das Leben eines Gamers ab? Ich spreche da mal aus meiner eigenen Erfahrung. Als Gamer, wie mein Leben so abläuft, wenn ich Zeit habe. Das Leben eines YouTubers, da werde ich schon mal ein extra Video zu machen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Es geht jetzt speziell nur ums Zocken. Und zwar, wie läuft der Tag so im Alltag bei mir ab? Wenn ich Zeit habe, dann stehe ich, oder beziehungsweise ein neues Spiel bekomme, ist am besten so zu erklären. Ich bekomme ein neues Spiel, zum Beispiel als Call of Duty Black Ops 3, sage ich jetzt einfach mal. Ich bekomme es neu, ich habe 2 Tage frei. Und kann ausschlafen. So. Ich bekomme das Spiel neu. An dem Tag, wo ich es bekomme, spiele ich dann Call of Duty Black Ops 3 bzw. neue Spiele. Wenn sie mir Spaß machen, sehr, sehr lange. Und kann man schon sagen, ich suchte sie richtig durch. So. Währenddessen gehe ich natürlich auf Toilette, hole mir was zu trinken, was zu essen, mache eine kleine Pause oder esse beim Zocken dabei. Das ein oder andere Mal zocke ich auch und vergesse das Essen nebenbei. Das steht zwar hier rum, aber es wird kalt. Ich esse es dann trotzdem. Aber das passiert halt, wenn man dann zockt. Ne? Dann kommt man auch mal in solche Situationen und vergisst man auch mal ein paar Sachen. Solange es aber nicht so schlimm ist, dass man sehr wichtige Sachen vergisst, wie zum Beispiel mit dem Hund rauszugehen oder sowas, was ich nicht vergesse, dann ist es okay, will ich jetzt mal so sagen. Ja? Auf jeden Fall ist es so, dass ich dann, wenn ich dann gespielt habe und dann am Schlafen bin, ich sag jetzt mal 3 Uhr morgens, werde ich dann so wach gegen, ja, 12 Uhr, 1 Uhr, so. Dann bleibe ich noch ein bisschen im Bett liegen und habe wieder nachts meistens ein Zelt aufgebaut. Und dann warte ich ein bisschen, bis das Zelt sich gelegt hat und dann gehe ich erstmal ins Bad und mache mich fertig. So, wenn ich mich fertig gemacht habe, da dauert so, ja, eine halbe Stunde, je nachdem, was alles gebonert werden muss, ne, wisst ihr Bescheid. Und dann gehe ich wieder raus, esse was, frühstücke was. Oder Umständen Mittagessen gibt es dann, weil ich da meistens mittags wach bin. Und dann geht es mehr oder weniger auch schon wieder an die Affenkiste. So, dann wird da wieder fleißig gespielt, das Spiel bis zum Abend, beziehungsweise bis zum, ja, so 3-4 Stunden durch, bis ich dann vielleicht auch andere Sachen zu tun habe, sprich jetzt irgendwie mich mit Kollegen treffe oder so weiter. Wenn ich dann aber wieder zu Hause bin, geht es wieder ran an die Konsole. Das ist aber meistens nur bei mir der Fall so, wenn ich auch ein Spiel habe, was mich richtig fesselt. Zum Beispiel Call of Duty Ghost fesselt mich überhaupt nicht irgendwie. Weiß ich nicht. Da habe ich irgendwie so keinen Draht, das so intensiv zu spielen, wie zum Beispiel MW2, das war mein erstes COD. Oder MW3, das hat mich auch noch gefesselt. Black Ops 2 am Anfang auch, aber weiß ich nicht. Nach und nach wurde es einfach, oder mir einfach zu langweilig. Deshalb finde ich bis jetzt Call of Duty Ghost bzw. COD irgendwie nimmt ab. Mal gucken, wie der nächste Titel wird. Soll er von Sledgehammer kommen, der Titel, habe ich gehört. Mal gucken, wie der wird. Ich denke schon, dass ich mir den kaufen werde, aber mal schauen. Ne? Wenn es soweit ist, werden ja auch wieder viele Gerüchte kommen, von wegen, das Spiel hat die und die Perks, die und die Abschlussserien und dann freuen sich alle darauf und dann kommt gar nichts davon. Also da mache ich sowieso immer meine eigenen Meinungen. Aber zum Gamertag, so, dann spiele ich, dann gehe ich wieder knacken und dann eigentlich ist dann so dasselbe Verfahren. Ich werde wach, guck wieder auf meine PS wieder, guck, ob irgendwas passiert ist oder was so passiert ist, nachrichtenmäßig, jetzt natürlich auch YouTube, aber dazu wie gesagt ein anderes Video. Und schau halt dann immer auch nach, was ich so bekommen habe für Nachrichten, jetzt auf PSN bezogen, Bock zu zocken oder heute was zusammen unternehmen etc. Kriegt ja die ganzen Nachrichten heutzutage über Facebook, über, ja, bei mir jetzt auch über YouTube, aber auch halt über PlayStation Network vor allen Dingen. Und darauf antworte ich natürlich, sofern es mir machbar ist, am Tag, ich weiß nicht, wie viel Tag ich Nachrichten mittlerweile bekomme. Ich bekomme am Tag, das zähle ich auch noch zu meinem Gamer-Tag dazu, kann man auch als YouTube-Tag dazu zählen, aber da ist von beiden etwas dabei. Bekomme ich am Tag Nachrichten, ja, jetzt mal nur Facebook, weiß ich nicht, 100, 200 Nachrichten am Tag, PlayStation Network. Ja, kommt so die 400 bei rum, da sind so die meisten. Und YouTube so 100, sag ich mal, so am Tag ungefähr. So schätzungsweise, ja, so, ja, 500, schätzungsweise 500, 600 Nachrichten am Tag bekomme ich über alle 3 Plattformen so zusammen, die ich dann nachgehends mit der Zeit auch gut bearbeite und auch dann die Fragen beantworte. Natürlich gibt es da auch Nachrichten, Kommentare, die man nicht beantworten muss. Weshalb, warum, wie zum Beispiel, ich habe eine Frage an dich. Darunter schreibe ich dann nicht ja, stell die Frage, sondern einfach die Frage stellen.
ne? Also es gibt auch Kommentare und Nachrichten, die einfach sinnlos sind. Da muss man keine Zeit für rein investieren. Ich denke, da habt ihr auch schon einige Kommentare durchgelesen unter Videos, wo ihr einfach nur gedacht habt, warum schreibt ihr sowas? Von daher könnt ihr das vollkommen nachvollziehen, denke ich. Außerdem ist es dann so, dass es eigentlich relativ schon so ist gewesen, wie mein Game-Attack verläuft. Ich denke mal, bei den meisten verläuft er auch so, wenn sie Zeit haben, beziehungsweise wenn sie überhaupt so lange spielen dürfen. Der ein oder andere, der irgendwie ein bestimmtes Zeitlimit hat, sei es jetzt die Eltern sagen, du spielst heute 2 Stunden, dann musst du 3 Stunden lernen, dann darfst du wieder 2 Stunden spielen, oder du darfst nur am Wochenende spielen, oder du darfst nur spielen, wenn du gute Noten nach Hause bringst. Natürlich gibt es auch sowas, ne? Dass man nur spielen darf unter bestimmten Voraussetzungen oder nur für eine bestimmte Zeit oder um eine bestimmte Uhrzeit. Bei mir war es so, früher, jetzt noch nicht aufs Gaming bezogen, dass erst ab 15 Uhr Kollegen zu mir kommen durften. Also wenn so die Mittagszeit vorbei ist, dann durften meistens immer erst Kollegen zu mir kommen. Aber jetzt in diesem Alter natürlich, ne, 22, habe ich dann keine Probleme mit. Und schon lange habe ich natürlich diese Probleme nicht mehr. Aber kann da auch spielen, solange ich will. Und auch was ich will. Sowieso was ich will. Aber früher, ich überleg mal, also heutzutage ist mein Gamertag so, wie ich gesagt habe. Das war eigentlich so grob alles. Die Fassung, wie ich da immer dann zugange bin. Wie gesagt, zu YouTube kommt noch ein extra Video. Jetzt gehe ich aber nochmal darauf ein, wie mein Gamertag so war, wo ich kleiner war. Ich sag mal so, wo ich 12 war. Weil viele haben ja schon diesen Gamer-Alltag, den ich jetzt habe, wenn ich dann Zeit habe, den haben ja schon viele Leute in einem jungen Alter, 11, 12, 13. Was ich nicht schlimm finde, also in der Hinsicht, ich spiele ja mit jedem gerne, egal was für ein Alter, spiele ich mit allen Leuten gerne, sofern sie sich natürlich auch angemessen verhalten, aber so habe ich da keine Probleme damit. Muss ja jeder selber wissen, was und wann er spielt, aber in diesem Alter weiß ich nicht. So viel zu zocken finde ich schlimmer als in einem hohen Alter. Also es ist wahrscheinlich auch so eine Meinungssache. Zum Beispiel in meinem Alter, wo ich 12 war, da habe ich meinen Gamertag eigentlich so aus, ich bin aufgestanden, bin rausgegangen, mich mit Kollegen getroffen. Abends, wenn ich zu Hause war, um 18 Uhr, 2 Stunden gespielt, irgendwie ein Spiel auf der PlayStation 1. Und dann bin ich pennen gegangen, so sage ich jetzt mal. Und da war noch viel mehr dieses Rausgehen, was Unternehmen, als irgendwie, wenn man Zeit hat, sich online zu treffen, hat man sich da viel mehr, oder habe ich mich viel mehr in diesem Alter halt getroffen, ja, real life, ne, also halt persönlich, als nur online zu treffen. Und klar, viele Leute gehen arbeiten, und wenn man dann nach Hause kommt und irgendwie ein Kollege hat nur 2 Stunden Zeit nur noch heute, wenn man dann da ist, hätte man nur noch 1 Stunde Zeit, dann müsste man schon wieder gehen, da trifft man sich doch lieber online und hat 2 Stunden Zeit online, als 1 Stunde persönlich. Das ist heutzutage einfach so. Aber so war früher mein Gamertag. Man muss aber dazu sagen, dass früher in meinem Alter gab es ja auch noch nicht diese schöne Online-Funktion. PlayStation 1 oder PlayStation 2 war es ja halt noch nicht so, ne, relevant. PlayStation 2 konnte man auch noch online spielen, musste man aber so einen Adapter dazu kaufen, LAN-Kabel gedöns, hat kaum eine Sau gemacht. Und ja, da war halt der Hauptgrund jetzt PlayStation 3, PS4, PS Vita, die ganzen Consoleros können halt online spielen. PC haben die meisten in dem Alter noch nicht. Einen wirklich guten PC, wo es sich lohnt, online zu spielen, weil ein PC eine ja etwas teurere Sache ist als eine Konsole, weil man den auch ständig aufstocken muss, und mit 12 Jahren verdient man, wenn überhaupt, Taschengeld in einem Monat, was weiß ich, 20 Euro, je nachdem, wie, ich sag jetzt mal, großzügig oder reich die Eltern sind, kriegt man da ein bisschen mehr, aber ansonsten hat man da kein Geld, um sich einen guten PC leisten zu können. Naja, so viel dazu. Das war's von mir, Leute. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Haut rein und ciao.